Hallo, das sind die Clipbank Newsbites auf Deutsch. Und diese Woche, eine Rekordzahl an Schülern lernt Deutsch. Sportler freuen sich auf die Olympischen Spiele 2012 in London. Und die 2012 Badmeisterschaften finden statt. Eine Rekordzahl an Schülern lernt Deutsch als Fremdsprache. Das Goethe-Institut sagt, dass 2011 so viele Schüler wie noch nie zuvor an seinen Sprachschulen waren. Die Popularität der deutschen Sprache könnte ein Nebeneffekt der Schuldenkrise der Eurozone sein. Deutschlands Wirtschaft ist ganz stark und Arbeitslosigkeit ist niedrig. Der Leiter der Sprachkurse am Berliner Institut sagt, dass viel Nachfrage aus Südeuropa kommt. Die Zahlen der Studentinnen und Studenten, die in den Goethe-Instituten im Ausland Deutsch lernen, sind im letzten Jahr ungefähr um 10% gestiegen weltweit. Und in einigen Regionen deutlich mehr. In Spanien, Italien, Griechenland gibt es auch weitere Steigerungen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wieder mehr Deutsch gelernt wird weltweit. Viele Leute denken, dass Deutsch schwierig ist zu lernen. Aber sie glauben, dass es ihre Berufs- und Studienmöglichkeiten verbessert. Deutsch ist nicht nur für diejenigen wichtig, die in deutschsprachigen Ländern arbeiten wollen. Es ist eine wichtige Sprache in den verschiedensten Industrien, von Finanzen bis hin zur Ingenieurswissenschaft. Viele der Schüler hier sprechen bereits Englisch, finden jedoch, dass das nicht länger ausreicht. Und viele Studiengänge hier im Vereinigten Königreich, wie etwa Jura und Medizin, bevorzugen Kandidaten, die eine weitere Sprache sprechen können. Deutsch lernen hilft nicht nur bei den Jobaussichten. Es offenbart eine fantastische Welt an Urlaubszielen, angefangen bei den Sehenswürdigkeiten von Berlin und der Naturschönheit der Alpen, bis hin zum Schloss Neuschwanstein, das die Vorlage für Disneys Dornröschenschloss war. Sportler sind dabei, für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in London zu trainieren. In Berlin organisierte die britische Botschaft einen 100-Meter-Lauf. Ziel war es, die Vorfreude auf die Spiele zu wecken. Menschenmengen kamen zusammen, um einigen deutschen Athleten vor dem berühmten Brandenburger Tor zuzusehen. Der deutsche paralympische Hoffnungsträger Heinrich Popo war dabei. Er war stolz, Deutschland bei dieser Übungsveranstaltung zu vertreten. Das ist so für mich auch nochmal so ein Schlag in den Nacken. So, Junge, jetzt musst du dich anstrengen, ist nicht mehr lang, dann musst du die Leistung bringen. Und es ist für mich eine Ehre, hier von der britischen Botschaft eingeladen zu sein, einer der Athleten, um das zu repräsentieren. Heinrich wurde in seiner Kategorie Weltmeister sowohl im 100-Meter-Lauf als auch im Weitsprung bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011. Und er gewann 2008 Silber im 100-Meter-Lauf bei den Paralympischen Spielen in Peking. Er weiß, dass deutsche Sportfans seine Fortschritte genau verfolgen werden. Doch trotz des Drucks sagt er, dass er sich wirklich auf den Wettkampf freut. Dieses Mal möchte er mit einer Goldmedaille nach Hause kommen. Er hofft, dass seine erstklassige Sportprothese ihm dabei hilft, zu gewinnen. Sie ist ähnlich wie die Südafrikas Champion Oscar Pistorius getragen hat. Und sie wird von der deutschen Firma Otto Bock hergestellt. Sollte er also gewinnen, würde das einen Erfolg sowohl für den deutschen Sport als auch für die Technik bedeuten. Macht euch auf ein paar ernsthaft lustige Bärte gefasst. Die internationale offene deutsche Bartmeisterschaft 2012 hat in Deutschland stattgefunden. Mehr als 100 Männer aus verschiedenen Ländern nahmen an der Veranstaltung im Bad Schussenried teil. Vor Beginn des Wettkampfes zogen sie durch die Stadt. Ja, am normalen Tag ungefähr eine halbe Stunde und bei einer Meisterschaft ja eine Stunde, gute Stunde brauche ich das schon. Es gab 18 verschiedene Kategorien, darunter Schnauzbad Kaiserreich, Kinnbad Freistil und am beliebtesten die Vollbart-Kategorie. Eine siebenköpfige Jury bewertete jeden einzelnen Teilnehmer und entschied dann, wer in der jeweiligen Kategorie zum König gekrönt wurde. Hunderte von Zuschauern waren bei der Veranstaltung dabei, um sich die verschiedenen Stile anzusehen. Aber einige sind besorgt, dass die Tradition aussterben könnte. Der Trend geht langsam zurück. Weil es sehr viel Arbeit ist,
Und wenn man einen Bart hat, der muss gepflegt werden. Und die meisten Leute haben dafür keine Zeit mehr. Und es kostet außerdem auch noch Geld. Für die Pflege, für Haarspray, für alles. Fans des Wettkampfes hoffen allerdings, dass sie noch für viele weitere Jahre bestehen wird. Das war's von mir. Rachel ist nächste Woche wieder da mit mehr Newsbites. Tschüss.